Herzlich willkommen bei Konzepte und Heilkunst. In diesem Video erfahren Sie, warum Schüssler Salz Nummer 14 Kaliumbromatum extrem wichtig für den menschlichen Organismus ist. Bleiben Sie dran und machen Sie sich bereit. Es wird spannend. Versprochen. Bevor wir uns Schüssler Salz Nummer 14 genauer anschauen, möchten wir an dieser Stelle einen wichtigen Hinweis anbringen. Bei allen Krankheiten, Leiden und Beschwerden müssen Sie einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Die nachfolgenden Informationen sind keine Anleitung zur Selbsttherapie. Schüssler Salze sind apothekenpflichtige Arzneimittel und können unter bestimmten Bedingungen unerwünschte Reaktionen im Körper auslösen. Der Mineralstoff Nummer 14. Kaliumbromatum ist eng verbunden mit dem Nervensystem, dem Gehirn und der Schilddrüse. Im Video zu Nummer 7, Magnesium Phosphoricum, haben wir bereits gezeigt, dass dieser Mineralstoff hervorragend dazu geeignet ist, das Nervensystem, insbesondere das vegetative Nervensystem, zu beruhigen und auszugleichen. Nummer 7 und Nummer 14 harmonieren sehr gut miteinander. Bei Unruhezuständen und nervlicher Belastung können diese beiden Mineralstoffe synergistische Wirkungen entfalten. Nicht selten gehen Unruhezustände einher mit immer wiederkehrenden kreisenden Gedanken und Schlafstörungen. Kaliumbromatum ist außerdem einer von mehreren Mineralstoffen, die Einfluss auf die Schilddrüse haben. Hier ist wichtig zu wissen, dass Schüssler Salze bei richtiger Dosierung und Kombination regulierende Wirkung haben. Unerwünschte Reaktionen aufgrund der Einnahme treten in der Regel immer dann auf, wenn die Mineralstoffe nicht richtig kombiniert und falsch dosiert werden. Die Produktion der Schilddrüsenhormone ist ein hochkomplexer Vorgang. Kleine Störungen können große Auswirkungen haben. Ist der Körper zum Beispiel nicht in der Lage, Eisen, Jod, Selen und andere Stoffe aufzunehmen und in ausreichender Menge an den Ort des Bedarfs zu befördern, kommt es zu einem Engpass. Nicht selten führen Mangelzustände zu einer Schilddrüsenoperation. Zum Thema Schilddrüse werden wir im nächsten Video zum Kaliumjodatum weitere Informationen veröffentlichen. Um das nächste Video nicht zu verpassen, sollten Sie jetzt diesen Kanal abonnieren. Damit Sie einen guten Überblick über die Anwendungsgebiete von Kaliumbromatum erhalten, haben wir hier noch einmal die wichtigsten Beschwerdebilder aufgelistet. Innere Unruhe, nervliche Belastung, kreisende Gedanken, Einschlafprobleme, Hände und Füße ständig in Bewegung. Probleme mit der Schilddrüse, Wechseljahrsbeschwerden. Akne am ganzen Körper. Morbus Basedow. Übrigens, wenn Sie der Meinung sind, dass das wertvolle und spannende Informationen sind, würden wir uns über ein Like freuen. Möglicherweise fragen Sie sich gerade, was die Ursachen für den Mangel an Kaliumbromatum sein können. Wir wollen hier einmal die psychische Komponente beleuchten. Vielleicht können Sie sich noch an das Video zur Nummer 11 Silicea erinnern. Dort haben wir exemplarisch schon einmal besprochen, welche Auswirkungen Psyche und Charakter haben können. Der Charakter eines Menschen bildet sich bereits früh aus. Werden Kinder kontinuierlich unterdrückt und gemaßregelt, so hat das in der Regel negative Auswirkungen, insbesondere auf die Psyche und die Mineralstoffspeicher. Erwachsene haben nicht selten ein breites Repertoire an Maßnahmen, um Kinder zu unterdrücken und gefügig zu machen. Übliche Instrumente der Einflussnahme sind zum Beispiel Hausarrest, Schläge und derbe Beschimpfungen. Viele Erwachsene setzen aber auch ein breites Spektrum subtiler, manipulativer Maßnahmen ein. Und dann hört man schon einmal Worte wie: Wenn du mich lieb hast, dann machst du Punkt, Punkt, Punkt. Du möchtest doch sicherlich, dass wir Punkt, Punkt, Punkt. Willst du heute vielleicht nicht mit mir kuscheln? Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du nicht brav bist, kommt die Polizei und so weiter und so fort. Die Folgen bleiben nicht aus. Kinder haben Angst, die Umgebung zu provozieren. Kinder richten zu viel Aufmerksamkeit auf ihr soziales Umfeld. Kinder erfüllen alle möglichen Anordnungen im Vorhinein. Im Kind entsteht Unruhe. Die Kindheitserlebnisse führen im Erwachsenenalter zur Haltung, dass es nie genug ist, dass alles sofort erledigt werden muss. Im Grunde genommen ist man ständig auf der Lauer, von welcher Seite Anfeindungen und Nachteile drohen könnten. Es werden überproportional viele Versicherungen abgeschlossen, um für das Schlimmste gewappnet zu sein. Prepper legen Vorräte an, um für ein Katastrophenszenario gerüstet zu sein. Angestellte leisten Überstunden und tendieren generell zur Übererfüllung des Arbeitsvertrages. Die nächtliche Ideenflut muss penibel notiert werden, um nur keinen Verlust zu erleiden.
Vielleicht kennen Sie Sprüche wie diese. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Menschen, die in der Kindheit überfordert waren oder zu früh erwachsen werden mussten, haben die Neigung, alles sofort erledigen zu müssen. Es entsteht eine tief verankerte Rastlosigkeit. Man hat Schuldgefühle, wenn man nichts zu tun hat. Schließlich muss man unangenehmen Überraschungen vorbeugen. Beispiele? Ein Manager fährt für 3 Wochen in den Urlaub. Die ersten 2 Wochen braucht er, um überhaupt runterzukommen. Eine Erholung ist erst in der 3. Woche möglich. Nächstes Beispiel. Am Abend wird bereits der Frühstückstisch für den nächsten Morgen gedeckt. Das übertriebene Pflichtbewusstsein resultiert aus der Angst heraus. Weiteres Beispiel. Am Sonntagnachmittag werden bereits die ersten Arbeiten erledigt, um am Montag nicht komplett von der Arbeitslawine überrollt zu werden. Beispiel 4. Um Punkt 13.30 Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. Da kommen nämlich die Kinder aus der Schule nach Hause. Konnten Sie sich bei dieser Beschreibung wiederfinden? Hatten Sie eine ähnlich belastende Kindheit? Schreiben Sie in die Kommentare, wie Sie mit der aktuellen Situation klarkommen. Es gibt eine Erkrankung, die wie keine zweite für das Beschwerdebild von Kaliumbromatum steht. Es geht um den Morbus Basedow. Der Morbus Basedow ist gekennzeichnet durch eine Vergrößerung der Schilddrüse, hervorstehende Augäpfel und Herzrasen. Diese Kombination von Symptomen bezeichnet man auch als Merseburger Trias. Vor allem die hervorstehenden Augäpfel sind das markanteste Zeichen für den Morbus Basedow. Dieses Phänomen tritt auf, da sich in der Augenhöhle zu viel Fettgewebe ansammelt und die Augenmuskulatur verdickt. Im Schlepptau des Morbus Basedow treten noch eine ganze Reihe weiterer Beschwerden auf, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Druckgefühl hinter dem Auge, Lichtempfindlichkeit, Bindehautentzündung, Doppelbilder, psychische Probleme, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Wärmeüberempfindlichkeit, Schweißausbrüche, erhöhter Blutdruck, Haarausfall, häufiger Stuhlgang, Zyklusstörungen und Unfruchtbarkeit, Muskelschwäche, innere Unruhe und Reizbarkeit, Angstzustände und Konzentrationsschwäche. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann schauen Sie doch einmal vorbei auf unserer Internetseite. In der Beschreibung zu diesem Video finden Sie die entsprechenden Links.